Holla die Waldfee und damit ein herzliches Willkommen zu The Raven Remastered. Was war das denn für eine Begrüßung? Wir haben in der letzten Folge das Rätsel erfolgreich erstmal jetzt versucht zu enträtseln, ne? Also, ne? Und werden jetzt einfach mal die Kombination, die wir so errätselt haben, rausgefunden haben, mal versuchen. Oh mein Gott! Baronin von Trebitz? Alles in Ordnung? Hallo? Baronin? Hallo? Die. Was ist passiert? Die Baronin. Überall Blut. Aber wer? Ich weiß nicht. Inch? Das ergibt doch keinen Sinn. Keine Bewegung. Zellner, hier oben. Da haben wir ja unseren Schatten. Wer bist du? Ich nix gemacht. Ich Kuh. Na sicher. Was machst du hier? Nur frische Luft. Ah. Ja, sicher. Du wolltest nur mal frische Luft schnappen. Zellner, schauen Sie, wen wir hier haben. Wenn das nicht unser Schatten ist. Und unser blinder Passagier. Bist du kürzlich in einer Truhe gereist? Er behauptet, zur Crew zu gehören und nur mal kurz frische Luft schnappen zu wollen. Na klar. Und niedergeschlagen hast du mich dann wohl auch nicht, oder? Die Baronin öffnet ihre Tür nicht. Verstanden. Bringen Sie den Jungen in die Arrestzelle, Robert. Dort unterhalten wir uns weiter, mein Freund. Oh nein. Was sollen? Nichts getan. Das sieht Inspektor Legrand anders. Bewegung. Aber ich muss in... Ein Schuss! Das weiß ich selber. Los, voran, ab in die Zelle! Au! Aber warte mal, der Schuss? Der kam ja jetzt erst und die Baronin war ja schon vorher voll mit Blut. Och Mann, ich wollte das gerade enträtseln! Mann. Och Mann. Was ist gestern Abend passiert? Was genau meinst du? Dass du auf dem Schiff herumspaziert bist? Dass du dich hast erwischen lassen? Dass du die gesamte Aktion gefährdest? Du mich in Gefahr bringst? Ich habe niemanden umgebracht. Sie haben mich rein zufällig verhaftet. Sie müssen mich in Kairo laufen lassen. Es wurde doch jemand umgebracht, oder? Ich meine, der Schuss... Warum sagen Sie nichts? Ich führe ein Gespräch, das du nicht hören kannst. Und wer hat gestern auf ihn geschossen? Wie ist da reingekommen? Wie sind Sie hier reingekommen? Ich bin durchaus fähig, einen Zugang zu einem Frachtraum zu finden. Es war sogar ganz einfach. Ich musste nicht durch irgendwelche Lüftungsschächte kriechen oder etwas in der Art. Was ist gestern Abend passiert? Baronin von Trebitz wurde ermordet. Sie? Nein. Wäre es nach mir gegangen, hätte sie erst in ein paar Wochen einen Unfall gehabt. Stattdessen hat ihr jemand aus kurzer Distanz ins Herz geschossen. Brechen wir die Aktion ab? Nein, Mr. X steht bereit. Und als quasi Hinterbliebener kann ich mich sicherlich frei im Museum bewegen. Der Tod der Alten ändert nichts. Der Tod der Alten. Wie geht es jetzt weiter? Ich könnte ausbrechen und... Bis nach Kairo schwimmen? Also bleibe ich hier und warte? Man wird dich in Kairo verhaften und wegen des Mordes verhören. Selbst wenn sie dich nicht ins Gefängnis stecken, würde das Tage dauern. Und wenn wir den Mörder finden, dann hätte man wenig Grund, mich lange festzuhalten. Oh, ich bin dir einen Schritt voraus. Nervös? Das wäre ich an deiner Stelle auch. Und das kennen wir ja schon, das Verhör, ne? Das haben wir ja selber geführt.
Diesen Zellner hatten wir nicht auf der Rechnung. Gefällt mir nicht. Er stochert im Dunkeln. Legrand ist das eigentliche Problem. Ich werde mich trotzdem um ihn kümmern. Wie? Dr. Gebhardt hat die Baronin auf dem Gewissen. Cleveres Kerlchen. Aber ich habe ihn bei seinen Vorbereitungen beobachtet. Aber dann müssen Sie Legrand ja nur einen Tipp geben und ich bin so gut wie frei. Das dachte ich zunächst auch. Aber dann habe ich gedacht, warum eine Chance ungenutzt lassen? Ich habe Zellner auf die Fährte des lieben Doktors gesetzt. Er treibt Gebhardt in die Enge und der beginnt um sich zu schlagen. Er könnte unseren Schweizer Freund treffen. Vielleicht sogar Legrand. Das können Sie nicht tun. Der alte Kerl macht doch nur seinen Job. Ich auch. Inch, es ist genug Blut geflossen. Inch, niemand soll mehr sterben. Verdammt. Ich muss hier raus und Wachtmeister Zellner warnen. Ja! Wachmeister Zellner! Ich will hier raus! Ich vermute, dass dieser Käfig eine Art Arrestzelle für Crewmitglieder ist. Oh Mann, das nervt mich. Ich wollte das so cool lösen, das Rätsel. Nicht das sicherste Gefängnis der Welt, aber trotzdem ein Problem. Ich habe heute Nacht kein Auge zugemacht. Ich wusste nicht, was geschehen war und musste immerzu an Alex denken. An Alex denken? Weiß ich nicht, womit soll ich denn die Scheiße benutzen? Ach, guck mal, Scharniere. Wie alles auf dem Schiff sind die Stangen und auch die Scharniere nicht mehr taufrisch. Und trotzdem sind sie viel zu stark, um die Tür einfach aufzutreten. Eine sehr einfache Konstruktion. Ein Metallstift verbindet Tür und Rahmen. Der Stift sitzt sauber im Scharnier. Ich kann ihn nicht herausziehen und meine Finger sind zu dick, um ihn von unten herauszudrücken. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, wir benutzen die Decke vielleicht damit oder so, nicht? Okay. Klappt, glaube ich, nicht so ganz, wie ich möchte. Der Stift sitzt sauber im Scharnier. Ich habe ja auch nichts. Ich muss irgendwas finden. Becher. Luxus als ein Becher mit metallisch schmeckendem Wasser hat man mir nicht gegönnt. Ich frage mich, ob sie mir nachher noch ein Stück Brotrinde geben. Stimmt. Ich habe Filme gesehen, in denen Gefangene so ihre Wächter gerufen haben. Aber mir würde es nicht weiterhelfen. Ich kann dem Bobby die Situation nicht erklären, ohne den ganzen Plan zu gefährden. Dann benutze Becher mit... Benutze Wolldecke mit, weiß ich nicht. Was ist das Ding hier wieder? Alles doof. Aha! Man ein Brett! Bevor jemand in den Nagel tritt. Wolldecke mit Brett. Die Decke hat sich am Nagel verfangen. Nagel müssen wir jetzt machen. Ein Brett und ein Nagel. Nagel mit dem Metallstift. Jetzt können wir aufmachen. Super, wir können die Tür aufmachen. Ich glaube, es geht. Das war der erste. Ich hänge sie wieder ein. Wenn ich Glück habe, wird niemand etwas von meiner Flucht bemerken. Ja klar, weil auch jemand drin fehlt. Betrachte die Zelle. Sobald Wachtmeister Zellner und Inspektor Legrand nicht mehr in Gefahr sind, schlüpfe ich zurück in die Zelle. Sie werden den sauberen Doktor verhaften und bei einem armen, blinden Passagier hoffentlich ein Auge zudrücken. Betrachte den Schlauch. Feuer stellen auf Schiffen eine größere Gefahr dar, als man denken würde. Auf modernen Schiffen gibt es überall Feuermelder, Feuerlöscher und Schläuche. Das ist ja cool. Bevor ich nach London musste, um Inchs Protégé zu werden, bin ich mit Alex in diesem Auto die Côte d'Azur entlang gefahren. Es war eine wunderbare Woche. Und auf einem Felsen bei Toulon habe ich um ihre Hand angehalten. Aber jetzt ist kaum die Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen. Im Auto ist nichts, was mir weiterhelfen könnte. Alex spielt ihre Rolle als Patricia Myers und die darf nichts Verfängliches in ihrem Auto haben.
Dann tu da so ein Kondom rein oder so. Das fällt doch bestimmt nicht auf. Das ist bestimmt völlig normal für die. Können wir die Reifen zerstechen? Nee, schade. Ach hier, genau, ich wollte gucken, was hier drin steht. Dr. Gebhardt soll Baronin von Trebitz ermordet haben. Was haben die beiden miteinander zu tun? Der Doktor war mir alles andere als sympathisch, genau wie die Baronin. Aber sofern sie sich nicht beim Treffen der anonymen Unsympathen getroffen haben, wüsste ich nicht, woher sie sich kennen sollten. Oh, ey, die Baronin hat doch so einen Namen gesagt. Ne, so einen Namen, als wir doch mit der einen da waren. Vielleicht findet die so einen Namen heraus, die von den Nazis, als sie das da kaputt, also weißt du, so von Kriegsverbrechern, und die hatte ihn auf dem Schirm und deswegen hat er sie umgebracht, weil er Angst hatte, dass sie ihn erwischt. Oh mein Gott. Bin ich so schlau oder bin ich so schlau? Ich vermute, dass Deputy Oliver noch immer Wache hält. Er hat heute Morgen einen Blick in den Frachtraum geworfen. Ja, Dol. Dieser Ausgang ist für mich gestorben, solange der Deputy vor der Tür sitzt. Ich muss mir... Dann such dir mal einen anderen Weg. Geh doch mal dahin. Warum gehst du immer dahin? Ich sag, du sollst dahin gehen und du gehst einfach woanders hin. Das ist frech, Junge, frech. Durchsuche das Regal. Machen wir mal. Was ist das? Weiß ich nicht. Ups. Wow, schwer. Auf Schiffen ist alles etwas größer und schwerer als sonst wo. Auch Umlenkrollen. Was für ein Teil? Umlenkrolle mit Nagel. Nee, keine Ahnung. Aha, mit dem anderen Regal. Was ist das da oben? Ein Gitter. Darüber ein Rohr mit Knick. Aha. Sonnenlicht scheint herein. Das könnte mein Weg nach draußen sein. Das Gitter ist an 4 Punkten verschweißt. Und leider ist nicht jede Ecke so verrostet wie diese. Oh Mann. Okay. Klettern wir eben mal runter. Ah. Okay. Eine gute Höhe, um etwas am Haken zu befestigen. Mhm. Ah, ja, und jetzt? Ich glaube, das war noch nicht das Rätsels Lösung. Nee, glaube ich auch nicht. Warte mal, das? Mit da oben hätte ich jetzt sonst gedacht, vielleicht. Ich weiß ja nicht. Wäre jetzt so meine Idee gewesen. Keine Chance. Ich muss mir etwas... Und zwar schnell. Ein Dr. Gebhardt hat Mittel und Wege, eine... Das hier oben. Vielleicht nochmal die Kransteuerung. Toll. Was ist denn für eine Scheiße wieder? Mann, Mann, Mann. Das könnte ich den ganzen. Und jetzt? So, und jetzt haben wir verkackt, weil ich nicht weiter weiß. Den Schlauch. Diese Schläuche halten einiges aus. Sind ein guter Seilersatz, wenn man bei einem Einbruch keine Kletterseile in ein Gebäude schmuggeln kann. Hm.
Jetzt gehen wir nach hinten, machen den Schlauch noch. Oder am Gitter dran, ja, oder so von mir aus. Das hier. Benutze den Schlauch. Achso, Umlenkkontrolle. Nein, 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 das war das falsch. Ich glaube, oder? Das war eine. Obwohl, warte. Also Umlenkkontrolle. Mit dem. Okay. Und jetzt. Ja, jetzt kommt. Schlauch. Mit der Umlenkrolle am Haken ist kein Platz mehr. Ach so, ja, dann. Mach doch die Scheiße jetzt ab hier, danke. Ich glaube, das. Ja, du bist auch nicht Rätselslösung, du hohle Fritte, du. Umlenkkontrolle. Nicht an den Haken. Hier, in die Halterung. Schlauch. Nein, das ist. Jetzt. Ich habe die Umlenkrolle an der Halterung festgehakt. Daran könnte man ein Auto aufhängen, wenn das Schiff auf dem Kopf stünde. Mhm. Eine gute Höhe, um etwas. Eine cool. Gute. Ich habe die Umlenkrolle. Ach genau, Schlauch damit. Ah, okay. Ich habe nämlich diesen Hotspot gesucht da. Und jetzt, also ja. Los. Ah, das macht sogar Sinn. Mhm. Da wurde scharf geschossen. Das war lauter als erwartet. Hoffentlich hat niemand etwas bemerkt. Und hoffentlich komme ich noch rechtzeitig, um alle vor dem Doktor zu warnen. Ich glaube ja eher nicht. Aber das werden wir jetzt sehen. Ab rein da! Oh oh. Mach mal eine Pause, wenn du nicht vorankommst. Nee. Nein! Hallo? Alles okay? Dieses Schwein hat dir das Zeug nicht gespritzt. Du bist bald wieder auf den Beinen. Ruh dich am besten aus, während ich. Oh nein! Scheiße. Bin gleich zurück. Hoch mit dir! Ja, hä, warum wartest du so lange? Bist du doof? Ist das schon weg? Oh, puh. Oh nein, ich bin schon übersehen. Wo bist du? Nein! Warum könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Ups, war das jetzt falsch oder richtig? Da stehen. Ganz ruhig. Das sind doch alles alte Geschichten. Hä? Was für alte Geschichten? Ich bin doch ein anständiger Mensch. Ja, wegen den Nazis. Warum quälen Sie mich? Ich habe doch nur. Ich. Nee, doch nicht. Habe sie geliebt. Sie hat mich verraten. Es war ihre Schuld. Wegen ihr klebt Blut an meinen Händen. Sie sprechen von der Baronin? Sie war ihre Schwester. Ich habe sie geliebt. Von ganzem Herzen. Sie waren Juden, wissen Sie? Aber mir war das egal. Ich habe sie versteckt, als es gefährlich für sie wurde. Ich habe sie versorgt. Ich habe ihnen Essen gebracht. Ich war in der Partei. Und trotzdem versteckte ich sie.
und ihre ganze Sippe. Sie haben ihr Leben für eine Frau, die sie liebten, riskiert. Und 30 Jahre später ermorden sie ihre Schwester? Ich habe ihren Bauch gesehen. Ich war so wütend. Er war einer von ihnen, wissen Sie. Sie haben mich nur ausgenutzt. Ich versteckte sie. Ich brachte ihnen zu essen. Und sie dankten es mir, indem sie hinter meinem Rücken über mich lachten. Was haben sie getan? Im Waldhof. Im Keller verstecken sich Juden. Bewaffnete Juden. Wir müssen sie ausräuchern. Und das haben wir getan. Ach du Scheiße. Sie haben eine ganze Familie ermorden lassen. Ich bin ein Ehrenmann. Und ich erwarte auch von anderen, dass sie nicht... Sie hat sie nicht geliebt und erwartete ein Kind von einem anderen. Und deswegen haben sie sie verraten. Es war ihre Schuld. Sie hätte mich nicht hintergehen dürfen. Ich habe sie doch gerettet. Ich habe mein Leben für sie riskiert. Viele Monate lang. Und dann haben sie all das weggeworfen und sind zum Mörder geworden. Ich bin kein... Du machst nicht besser, Adil. Jetzt stößt er sich runter. Kommen Sie doch erst einmal da runter. Wozu? Damit du mich umbringen kannst? Ich habe nicht vor, irgendjemanden umzubringen. Oder damit du mich in ein ägyptisches Gefängnis stecken kannst? Oder in ein israelisches? Nein. Jetzt ist vorbei. Und warum sind Sie nach all den Jahren wieder zum Mörder geworden? Ich habe sie nie getroffen. Damals in Ostpreußen. Sie war die große Schwester. Die kluge Schwester. Sie studierte Kunstgeschichte in New York. Sie versuchte, ihre Familie aus Ostpreußen herauszuschaffen, aber das wusste ich zu verhindern. Sie sagen, sie liebten sie, aber sie wollten ihr und ihrer Familie ein Leben in Sicherheit verwehren? Sie waren sicher. Ich beschützte sie. Ich bin nur für sie in die Partei eingetreten. Ich hatte Kontakte. Ich hielt meine schützenden Hände über sie. Sie wollten sie nicht gehen lassen, weil sie sie in ihrer Nähe haben wollten. Sie hat ihrer Schwester vor dem Krieg Fotos geschickt. Gestern in Venedig muss sie mich erkannt haben. Ich jedenfalls erkannte sie sofort. Die Baronin hat ihre Fotos durchwühlt, stimmt. Im Krieg konnte sie mir nicht habhaft werden. Und nach dem Krieg bin ich untergetaucht. Hab mir einen neuen Namen gegeben. Einen neuen Lebenslauf. Ein neues Leben. Und dann stand sie da. Wollte alles zunichte machen. Also musste sie sterben. Ich wollte das nicht. Sie hat mich dazu gezwungen. Warum muss sie auftauchen und alte Geister wecken? Kommen Sie runter. Nein. Ich werde es beenden. Hier und jetzt. Warum wollen Sie sich umbringen? Ist das nicht offensichtlich? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Er kann sein hohles, verlogenes Leben nicht mehr ertragen. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ein Mann, der Phrasen von Anstand und Ehre drischt und dabei selber nur ein Feigling ist. Der aus verletzter Eitelkeit unermessliche Schuld auf sich geladen hat. Bleiben Sie stehen! Die Baronin hat Ihnen einen Spiegel vorgehalten, oder, Doktor? Und sie hassten, was sie darin sahen. Also haben sie den Spiegel zerschlagen. Doch die Geister der Vergangenheit glotzen sie immer noch an. Ist es nicht so? Nein. Totenschädel mit hohlen Augen, voller Abscheu. Lassen Sie das. Och, jetzt hast du die ganze Stimmung kaputt gemacht. Ich hätte ihn beinahe so weit gehabt. Und du? Solltest du nicht Anweisungen befolgen? Solltest du mich nicht unterstützen? Ich werde nicht. Das war keine Frage. Ich will keine Toten. Die alte Geschichte. Du willst den Erfolg, aber du willst dir nicht die Finger schmutzig machen. Ist der Rabe nicht genau dafür bekannt? Ich tue, was nötig ist. Nein! Nein, nein! Was soll das? Sie wollten doch eh springen, oder sollten zumindest. Inch! Ich helfe ihm doch nur. Er ist ein Feigling und braucht Motivation. Los, hopp, hopp, spring! Sie sind der Butler der Baronin, oder? Ich wollte Ihre Herrin nicht ermorden. Ach, vergeben und vergessen. Wenn ich jetzt bitten dürfte... Es gibt bestimmt eine andere Lösung. Warum tun Sie das? Nichts Persönliches. Oder doch irgendwie schon. Sie sind ziemlicher Abschaum, oder? Vor allem aber wird uns Ihr Tod Inspektor Legrand vom Hals schaffen. Inspektor? Was habe ich mit dem zu schaffen? Ihr Bekennerbrief. Darin gestehen Sie, der Rabe zu sein und die Baronin ermordet zu haben, weil sie Ihnen auf die Schliche gekommen ist. Das ist doch Blödsinn. Natürlich ist es das. Aber die Leute sind gewillt, fast alles zu glauben, wenn es ihnen gerade in den Kram passt. Die Presse wird es lieben. Der große Legrand hat wieder zugeschlagen. Interviews, Händeschütteln, dringende Telegramme aus der Heimat. Der Gute wird sich dem nicht entziehen können. Und bis sich der Sturm gelegt hat, ist alles vorbei. Am Leben lassen, keine andere Wahl. Sie dürfen ihn nicht umbringen. Warum nicht? Er ist ein Schwein. Sein Tod hilft uns und er ist ein Zeuge.
Lassen wir ihn laufen, wandern wir beide in den Knast. Und trotzdem werden wir ihn nicht ermorden. Sie haben uns in diese Situation gebracht. Und solange ich lebe, wird in meiner Gegenwart niemand umgebracht. Nein. Kann ich beide umbringen? Ich muss für Sie die Drecksarbeit im Museum machen. Deshalb werden Sie mich nicht erschießen. Und ihn auch nicht. In Ordnung, du hast gewonnen. Oh! Was soll das? Oh. Du wirst nie wieder so mit mir reden. Haben wir uns verstanden? Ich brauche dich, um das Auge zu stehlen. Doch ich könnte eines Tages von einem Gefühl des Hasses überwältigt werden, das mich das Auge vergessen lässt. Und dann gibt es noch schlimmere Dinge, die ich mit dir anstellen kann, als dich zu erschießen. Ich schlage vor, du gehst zurück in deinen Käfig. Du musst in Kairo fit sein. Ich habe noch einen Bekennerbrief zu fälschen. Oh nein, oh nein! Hätte ich ihn retten können? Hätte ich ihn retten können, den Doktor? Oh Mann. Letzter Akt. Das Ende des Raben. Ein Teil von mir will den ganzen Plan über Bord werfen und zurück nach Europa. Was, wenn etwas schief geht und Legrand uns auf die Schliche kommt? Undenkbar, wenn hier etwas passieren würde. Es darf einfach nicht schieflaufen. Oh, oh Mann. So ein Kack. So ein Mist. Passiert noch was, oder? Mr. Jamal. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Bringen wir es hinter uns. Immer noch sauer wegen des guten Doktors? Geschockt. Angewidert. In weniger als 2 Stunden bist du mich los. Und ich dich. Wird es wieder Tote geben? Hier im Museum? Wenn du dich dieses Mal an meine Anweisungen hältst, nein. Sollten Menschen gefährdet sein, werde ich die Aktion sofort abbrechen. Ich töte nicht aus Spaß, sondern nur, wenn es sein muss. Muss es denn jemals sein? Manchmal gibt es gute Gründe. Zum Beispiel aus Rache. Wenn man hintergangen wird. Haben Sie Mr. X schon getroffen? Er ist um einen Briefumschlag voller Geldnoten reicher. Den Plan hat er unter die Statuette des Imhotep gelegt. Plan? Ein Grundriss des Museums. Kein, wie man ihn überall bekommen könnte. In diesem sind die geheimen Zugänge, Keller und Dachkammern verzeichnet, die der Widerstand während des Krieges genutzt hat. Darum ging es also. Hol den Plan. Es gibt einen Keller unter der Schatzkammer. Der Zugang muss auf dem Plan verzeichnet sein. Öffne ihn und gib mir Bescheid. Okay. Und was ist mit Legrand? Mein Ablenkungsmanöver hat wunderbar funktioniert. Die Presse belagert die französische Botschaft und Legrand wird sich dem nicht mehr lange entziehen können. Er sollte in wenigen Minuten mit dem Tresor hier ankommen. Und dann wird er den ganzen Nachmittag alberne Reporterfragen beantworten müssen. Deswegen schlagen wir jetzt schon zu. Eine bedauerliche Notwendigkeit. Ich hätte den großen Auftritt heute Abend bei der Gala bevorzugt. Aber ja. Sobald der Tresor in der Schatzkammer und Legrand verschwunden ist, schlagen wir zu. Oh, schlagen wir zu, Teamwork! Wie geht es vom Keller aus weiter? Das wirst du erfahren, wenn es soweit ist. Aber... Also gut, ich werde Imhotep einen Besuch abstatten. Wir sehen uns dann im Keller. Braves Äffchen. Ach so, das Museum ist bis morgen für normale Besucher gesperrt. Und wie soll ich dann... Dir wird schon etwas einfallen. Geil. Fängt ja schon wieder super an. Ja, schon wieder spitzenmäßig hier. Aber Leute, eine halbe Stunde, ne, ist die Folge schon lang. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal bei The Raven Remastered. Bis dahin. Tschüss.